Herr Kiermaier, ein Vorschlag des VCÖ sorgt in ganz Österreich heute für heiße Diskussionen. Die City-Maut wird vom VCÖ gefordert auszuweiten, dies auch auf andere Städte, nicht nur auf die Großstädte. Sie sind Vizebürgermeister Stadt Bregenz und gleichzeitig verantwortlich für die Verkehrsangelegenheiten in Bregenz. Was halten Sie von diesem Vorschlag oder wie ist Ihr Standpunkt dazu? Also grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, dass in Sachen Verkehr, wo es ja darum geht, dass mehr Leute den öffentlichen Verkehr benutzen und das Fahrrad und zu Fuß gehen, dass hier nur den öffentlichen Verkehr zu fördern, Radwege zu bauen und so weiter, also auf freiwilligen Umstieg zu setzen, das ist angesichts des Klimawandels vielleicht ein bisschen wenig. Das heißt, man wird über Lenkungsmaßnahmen nachdenken müssen. Und eine dieser Lenkungsmaßnahmen ist die City-Maut. Ob sie für Bregenz die geeignete ist, das, meine ich, muss man noch diskutieren. Es gibt ja auch andere. Man kann mittels Parkabgaben Mobilität in der Stadt steuern. Das tun wir ja auch. Jetzt hat der Bürgermeister der Stadt Bregenz, Markus Linnert, heute sehr ablehnend auf diesen Vorschlag reagiert. Gibt es da noch heiße Diskussionen im Rathaus? Ich glaube nicht, dass wir da Differenzen haben. Ich habe diesen Vorschlag nicht als einen unmittelbar für Bregenz umzusetzenden gemeint, sondern ich meine, dass eine Diskussion unter anderem über die City-Maut auch für Vorarlberg ganz interessant wäre. Ich schließe einen Alleingang von Bregenz aus und mir ist natürlich klar, dass es keine Mehrheit für eine City-Maut in Bregenz gibt. Das ist vollkommen klar und nehme ich auch gar nicht anders an. Aber ich meine, wir müssen die Diskussion führen und unter anderem auch über die City-Maut. Sie spielt für mich eine ähnliche Rolle wie die Diskussion über die Ringstraßenbahn, die auch wir angestoßen haben. Einfach damit man beginnt, über Alternativen nachzudenken. So wie es jetzt ist, können wir nicht weiter tun.